Alte Freunde. Jodie, meine kleine Prinzessin. Oh, oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Ich weiß echt nicht, Jodie.
Verdammt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Ein langes Wiedersehen mit Cole. Und schon fängt es nicht gerade auf eine schöne Art und Weise an. St. John's Hospital. Kurz mal umschauen, ob wir irgendwas machen können. Sieht mir aber nicht so aus. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Erlaubnisschein? Gott, ich wusste, ich habe was vergessen. Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Dann halt auf meine Art und Weise. Treffer! Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Hey, hier ist kein Knopf dran. Schau beim Schalter am Tisch. Einfacher kann sie gar nicht gehen. Danke sehr. Für die Hilfe. So weit, so gut. Mal schauen, ob wir Antworten finden, was mit Jodys Mutter passiert ist. Irgendwie diese Tür. Hospital chat. Mike, how are you today? Fine, thanks. And yourself? I have bought a new car. Great. I will too, but I don't have enough money for the moment. Have you seen Brenda tonight? Not yet. Okay, nichts Wichtiges. Irgendwas geben. Ich habe schon gesehen, den Schrank, aber ich möchte eigentlich alles ausprobieren, was es hier so gibt. Security? Ja, hallo. Okay, ja. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Schnell in den Fahrstuhl. Er hat nichts gesehen. Oder auch nicht. Sah so aus wie ein Fahrstuhl.
Sieht so aus, als ob die Luft rein wäre. Es muss irgendwas geben. Schon mal die Kameras außer Gefecht setzen. Aber was ich jetzt machen muss, keine Ahnung, genau. Okay, das ist schon zu weit. Nein, er ist zu weit weg. Ich kann dich sehen, Aiden. Okay. Ich kann dich sehen. Alles gut. Können wir mit dir irgendwas machen? Sieht mir ja nicht so aus. Und der ist zu weit weg. Können wir die Tür hier öffnen? Bring ihn her, Aiden. Ja, wie? Ich kann hier nirgendwo was machen. Wahrscheinlich stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ach so. Okay, den müssen wir hier hinbringen. Einfach. Holy shit. Mies. Dave Norman. Zimmer 37. Scheiße. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Okay, sorry. 47. Nur so als Vorsichtsmaßnahme. 46. 45.
Wo ist denn da die 47? 43, ich hab's gefunden, Jody. Gut gemacht. 43. Oh Mann. Ich und meine Zahlenkenntnisse. Jody, ich bin hier. Ja, ich komm ja gleich. Im 43. Mal schauen, was wir so herausfinden. Ich warte hier. Jody, du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Doch, es muss sein. Ich bin's. Jody. Ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Hilf mir ein. Das muss schlimm sein, wenn die eigene Mutter ihre Tochter nicht mehr kennt. Und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Beruhigung, bitte! Bitte! Bring das ich Baby will hier raus. Sie sehen! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Holy shit. Wie mies. Was ein... Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding ein. Zerstör es jetzt! Vielleicht können wir sie irgendwie befreien. Meine Kleine. Meine Tochter. Dass sie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Ich hatte solche Angst. Ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joey. Ich hab dich so vermisst.
passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Traurig. Jody tut mir echt leid. Wahrscheinlich wirklich nichts mehr machen, oder? Oder doch? Und möglicherweise ist das besser für sie. Ich werde immer bei dir sein. Ist wohl ein schöneres Leben. Statt hier eingesperrt zu sein, nicht bei richtigem Bewusstsein zu sein. Und einfach nichts zu fühlen. Tut mir leid, Jody. Yo. What the hell? Sieht mir irgendwie nicht so nach einer Polizeistation aus. Wo sind wir hier? Department of Paranormal Activities. National Defense Laboratory. Okay. Also wohl etwas Höheres. Daddy. Das ist aber nicht Nathans Büro. Oder etwa doch. Können wir hier mit Aiden irgendwas machen? Time scale set to 30 minutes. Power. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Gut, hätten wir das geklärt. Schätze mal, hier können wir nichts machen.
Und die Tür wird wahrscheinlich auch nicht offen sein. Aber ein Versuch ist es wert. Oh shit. Das nächste Portal? Fragezeichen. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jody, schön dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Komm her, setz dich doch. Und wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wo ist Cole? Er ist daheim, es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst, es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Warum all die Lügen, Nathan? Diese Leute, die meine Eltern spielen mussten. Die DPA dachte, du brauchst eine stabile, emotionale Umgebung. Ein Heim, liebende Eltern, das Abbild eines normalen Lebens. Alles, damit das Studienprojekt realistisch ist. Studienprojekt? Studienprojekt? Oh, was war ich für dich, Nathan? Eine kleine Laborratte? Ich war doch nur ein Kind, verfluchte Scheiße! Ich war nur ein kleines Kind. Nein, du warst die Tür. Die Tür zwischen unserer Welt und der Infrawelt. Du warst alles, wovon wir geträumt hatten. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jody. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die. Und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Nora. Alter Schwede. Jody ist immer bloß das Mittel zum Zweck. Wie eine kleine Marionette wird sie hin und her geschoben. Ich kann die Wut verstehen.
nach Dawkins gefragt, 72%, 83% Wache abgelenkt, Verteilkasten, 72% Noras Leiden beendet. War wohl besser so für sie, denke ich. Namen des Vaters erfahren, 49%, Zelle mit Eiden erkundet, 69%. Da habe ich wohl noch etwas verpasst. Wir hätten wahrscheinlich in jede Zelle hineinsehen können. Wäre vielleicht spannend gewesen. Und Medaille genommen, 98%. Ja gut. Mal schauen, wie es weitergeht bei Beyond Two Souls. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain. But I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away.